Jahrhunderten kamen vier Gefängnisschiffe der Erde vom Kurs ab und drangen tief in den abgelegenen Kuprulu-Sektor vor. Die Reise endete mit Bruchlandungen auf den Planeten Tarsonus, Moria und Umoja. Von der Erde abgeschnitten errichteten die Überlebenden Kolonien. Die größte unter ihnen, Tarsonus, wurde von einer mächtigen, jedoch zunehmend repressiven Regierung gegründet. Angetrieben durch die Grausamkeit dieser Regierung, gründete Arcturus Mengs die Söhne von Korhal. Diese Rebellen kämpften, um die Konföderation zu stürzen und den Kuprulu-Sektor zu befreien. Noch während Mengsk und seine Rebellen versuchten, die korrupte Regierung zu stürzen, kam auf die Terraner eine weit größere Bedrohung zu. Mächtige außerirdische Kriegsschiffe erschienen über dem konföderierten Planeten Chausara. Sie nannten sich selbst die Protoss, verbrannten den Planeten und zogen sich dann mysteriöserweise zurück. Der Planet war von einer anderen Spezies befallen, den Zerg. Diese Kreaturen drohten den terranischen Raum zu überführen, doch die Protoss schritten ein, ehe sie sich ausbreiten konnten. Die Zerg hatten bereits den Nachbarplaneten Marsare erreicht. Und Marshal Jim Raynor kämpfte darum, die Kolonisten zu retten, nachdem die Regierung sie der außerirdischen Bedrohung überlassen hatte. Die Söhne von Korhal schritten ein und retteten Tausende vor dem Zerg und dem Protoss. Angewidert von der Konföderation schloss sich Raynor den Rebellen an und traf dort Sarah Kerrigan. Kerrigan war ein ehemaliger Ghost der Konföderation und teilte Raynors Wunsch nach einem befreiten Kuprulu-Sektor. Im Zuge des Kampfes gegen die Konföderation kamen sich beide näher. Doch Mengsk ging mit seinem Hass und Ehrgeiz zu weit. Er befahl den Einsatz von Psi-Emittern auf der Hauptwelt Tarsonus, um die Zerg anzulocken und die Bevölkerung auszulöschen. Die Protoss unter Tassadar entschlossen sich, den Terranern gegen die Zerg zu helfen, anstatt alles Leben auf dem Planeten zu vernichten. Mengsk entsandte Kerrigan, um Tassadar entgegenzuwirken. Während Kerrigan die Protoss bekämpfte, überrannten die Zerg Tarsonus und dezimierten die Bevölkerung. Da er nun sein Ziel erreicht hatte, verließ Mengsk den Planeten und überließ Kerrigan den Zerg. Schwer getroffen durch diesen Verrat, wendete sich Raynor von den Söhnen von Korhal ab. Er eilte zur Planetenoberfläche, um Kerrigan zu retten, doch von ihr fehlte jede Spur. Ja, hallihallo. Da sind wir wieder nach einer kurzen cinematischen Einleitung. Jetzt wisst ihr mal ein bisschen mehr über die Story. Ich habe mich halt mal erkundigt. Also sind quasi, ja, Gefängnisschiffe der Erde auf Abwege geraten. Und als die auf drei verschiedene Planeten gestürzt sind, haben sich dort dann, ja, Kolonien entwickelt und ihre eigenen Regierungen ernannt. Also sind die ganzen Leute alle mal Verbrecher. Das sagt schon mal ein bisschen was über die Kultur auf. Ich habe noch einen zweiten Trailer, der das von eben noch mal ein bisschen weiterführt. Die Qualität ist nicht so perfekt, aber ich glaube, das Überleben war, ne? Währenddessen starte ich das Ganze mal. Wir sehen uns also nach dem Video wieder. Nachdem er die Konföderation vernichtet hatte, krönte Mengsk sich zum Imperator der neu gegründeten Terranischen Liga, die sich schon bald als genauso korrupt wie ihr Vorgänger erweisen sollte. Raynor trauerte um Kerrigan und schwor Rache. Er wusste jedoch nicht, dass die Zerg Kerrigan nicht getötet hatten. Stattdessen hatten sie auf den vulkanischen Planeten Char gebracht. Auf Char wurde Kerrigan in die außerirdische Königin der Klinik verwandelt. Sie wurde zu einem Wesen mit immensen Psi-Kräften, loyal gegenüber dem Obermind, dem Herrscher über den Zergspann. Unabhängig von Tassadars Streitmacht trat eine zweite Protoss-Fraktion auf den Plan. Zeratul und seine dunklen Templer suchten mit Tarnung und der Macht der Leere der Ausbreitung der Zerg ein Ende zu setzen. Die beiden Streitmächte der Protoss kämpften vereint gegen den Schwarm, doch dem Overmind gelang es, ihren Heimatplaneten zu entdecken, Ayur. Die Zerg begannen schnell mit einer Invasion und der Overmind nistete sich in der Oberfläche des Planeten ein. Zeratul lehrte Tassadar, seine eigenen Mächte mit denen der Leere zu verbinden. Tassadar leitete diese Energien in sein Schiff und stürzte es in den Overmind, der komplett vernichtet wurde. Trotz Tassadars Opfer mussten die Protoss von Ayur Zuflucht auf der Heimatwelt der dunklen Templer Shakuras suchen. Da der Overmind nun vernichtet war, übernahm Kerrigan die Kontrolle über die Zerg. Raynor startete eine Widerstandsbewegung gegen die Liga. Mengsk dagegen setzte seine größte Waffe ein, die Propaganda.
um Rayner ins Abseits zu drängen und ihn als Terroristen zu brandmarken. 4 Jahre sind nun vergangen und Kerrigan und die Zerg haben sich verdächtig ruhig verhalten. Inzwischen hat die Liga noch mehr Macht erlangt und ihren Einfluss auf den gesamten Kulturensektor ausgeweitet. Rayner und seine Streitkräfte sind demoralisiert und leiden unter mangelnden Ressourcen. Doch sie setzen ihren Kampf gegen die Liga fort. Ein Sieg über Mengsk scheint jedoch ferner denn je. Ja, da sind wir wieder auf der Hyperion. Und, wisst ihr jetzt mehr? Es gab dann ja noch so eine Erweiterung von StarCraft 1 namens Brood War. Es gibt wohl von den Protoss so eine Welt namens Ayur. Also Ayur ist deren Heimat quasi. Da kommen die her. Die haben aber auch noch Shakuras. Shakuras ist wohl auch so eine Welt von denen. Und die wurde von den Zerg auch angegriffen. Es gab also die Erde schickte einige Schiffe los, um diese Kolonien, sage ich mal, einzunehmen, weil gesehen wurde, aha, da sind die abgedriftet, schicken wir da unsere Schiffe mal hin und übernehmen wir einfach mal diese Kolonien. Also die Erde wollte sich quasi ihre Gefangenen zurückholen. Ich weiß gar nicht, wie lange das dann schon her gewesen sein muss, also wie lange das dauert, so ein Imperium aufzubauen. Und dann kommt die Erde noch an und sagt, oh, es ist jetzt unseres, ne? Naja, jedenfalls, das ging so ein bisschen schief, weil da war ja auch dieser Kampf, ne? Die Zerg wollten alles überrennen, die Protoss haben sich den Menschen ein bisschen angeschlossen, Unterstützung gegeben, haben geholfen, zu verteidigen. Der Overmind, der hat sich ja, als er gekillt wurde, neu aufgebuschelt. Aber war noch geschwächt durch solche komischen Psi-Störungsdinger. Also die Zerg, die können ja mit Psi-Kräften umgehen. Psi sind wissenschaftlich gesehen subatomare Teilchen, also Teilchen, die kleiner sind als Atome. Und die können Dinge beeinflussen, nehme ich jetzt einfach mal an. Und man geht davon aus, dass es Leute gibt, die durch das Magnetfeld ihres Hirns diese Psi-Teilchen beeinflussen können, Dinge zu bewegen in der Umgebung. Dass zum Beispiel Poltergeister durch solche Phänomene hervorgerufen sind, oder eben auch wie wenn Uri Geller mal Löffel verbiegt oder so ein Kram, ne? So Leute mit besonderen Fähigkeiten. Wird wahrscheinlich gelenkt über die Zirbeldrüse, das ist so ein kleiner Teil im Gehirn, der auch als Pinealauge bekannt ist und verkümmert ist. Das war wohl früher mal größer. Diese Verbindung zum Mystischen, zur Natur, wie auch immer, finde ich ganz interessant, das Thema. Wurde hier auch wieder aufgegriffen und die Zerg, die kommunizieren auch über Psi. Und das wurde ganz stark gestört durch solche, Gerätschaften, die Terraner, also die Erdlinge, gemacht haben. Ne? Und, Rayner ist also erst abgehauen durch die Verwandlung von Kerrigan, als er gesehen hat, was Mengsk für ein Arschloch ist, wenn es darauf ankommt. Darum hat er jetzt hier seine eigenen Ideen, die er verfolgt. Und ich sag mal, Rayner ist ja auch cool. Mengsk ist halt scheiße. Und er nutzt jetzt nur noch die Propaganda, um ihn ein bisschen klein zu halten. Also der Mengsk will den Rayner klein halten. Und Kerrigan an sich, die war ja ein Projekt vom Overmind, um mehr Macht zu gewinnen und mal auszuprobieren, was passiert, wenn wir halt Terraner mit in unsere DNS reinnehmen. Und Kerrigan möchte einfach ihre Fähigkeiten voll entfalten und konnte das im Brood War noch nicht so ganz, weil da dauernd dieser komische Psi, weiß ich nicht, wie der hieß, auf jeden Fall irgendein Gerät, das diese Psi-Kräfte gestört hat und den wollte sie gerne zerstören. Dieser neue Overmind, der langsam stärker wurde, wurde dann aber auch wieder vernichtet, weil Tassa da, das war halt einer der Obersten, der Protoss, der hat einfach mal das Schiff zu einer Waffe verwandelt und ist mitten in den Overmind, in den neuen rein und hat den damit vernichtet. Coole Sache. Eigentlich auch eine coole Story, muss ich sagen. Ja. Die Erde hat es natürlich nicht geschafft, also die Erdschiffe sind dann auch geflohen in diesen ganzen Kampfauseinandersetzungen, weil die sowas gar nicht gewohnt waren, wurden aber auf dem Weg zur Erde von den Zerg abgefangen und komplett vernichtet. Zur Erde ist nie ein Schiff wieder zurückgekehrt, tatsächlich. Shakuras wurde von den dunklen Templer der Protoss wieder zurück eingenommen. Da wurde dauernd um so ein dämliches, um so einen komischen Kristall gekloppt mit den Zerg. Wurde dann auch geschafft, den
in so einen komischen Tempel zu bringen und eine Stoßwelle auszusenden, der die Zerg auf dem Planeten endlich platt gemacht hat. Also der ist wieder zurückerobert. Unter diesem anderen, dessen Name schon gefallen ist, wie hieß der denn noch gleich? Serratul, genau, Serratul. Und ja, Serratul hat gegen Ende von Brood War noch so eine komische, so einen komischen Mond nahe Shakuras gefunden. Und auf diesem Mond wurden Experimente gemacht von einem, der von der Erde da geblieben ist. Und zwar hat er da versucht, seit Jahrtausende alte geplante Sachen vorzusetzen. Und zwar ein Hybrid aus Protoss und Zerg. Ja, er hat da nichts getan, der Serratul, und ist abgehauen, weil es nichts gebracht hätte. Die Dinger sind scheinbar überall eingerichtet, diese Forschungsstation, um Hybriden zu züchten. Warum das geplant ist? Naja, grundsätzlich stammen Zerg und Protoss von einer Urrasse ab. Und zwar die älteste und mächtigste Rasse, die das ganze Universum je gesehen hat. Und zwar waren das die Xel'Naga. Die Xel'Naga gibt es scheinbar nicht mehr. Aber sie gaben, sage ich mal, als erstes schufen sie die Protoss. Und zwar sollten sie die Reinheit der Form darstellen. Und die Zerg, die dann die Reinheit der Essenz darstellen sollten. Form und Essenz. Und durch diesen Hybrid möchte man die Reinheit aus Form und Essenz wieder zusammenfügen zu sowas wie die Xel'Naga mal waren, also zu einer Herrenrasse. Und das war das Ende quasi von StarCraft 1. Verdammt cool. Vielleicht wird das hier ja nochmal aufgegriffen. Und was ich gesehen habe, wie die Xel'Naga früher aussahen, so ein bisschen wie diese Cthulhu. Ne, es gibt doch diese komischen Sagen über diese Cthulhu-Wesen, diese riesigen tentakelbärtigen Viecher, diese Schwabbels, die da so rum, ne, die man dann in irgendwelchen Wolken gesehen hat und blablablub. Und dieser Mythos wurde auch mit den Xel'Naga wieder aufgegriffen tatsächlich. Finde ich ganz cool. Wir hatten jetzt erstmal eine ganze Menge Story. Das war es mir einfach nochmal wert. Es ist mir wichtig, wenn ich ein Spiel spiele, darüber Bescheid zu wissen. Und ganz ehrlich, die Story ist ganz passabel. Die gefällt mir. Ist cool. So. Nasch gerade ein bisschen Schoki. Auf Perchir gibt es ein seltenes Gas, das den Protoss Hauch der Schöpfung nennt. Mhm. Sie betrachten es als Geschenk ihrer Götter. Wir nennen es Terrazin und dem richtigen Abnehmer ist es ein Vermögen wert. Wir haben Berichte über eine neue Bergungsoperation der Liga auf Tarsonis erhalten. Sie haben eine große Anzahl an Versorgungszügen in Betrieb genommen und nur minimale Sicherheitsvorkehrungen für sie getroffen. Wenn wir die Züge abfangen und die Ladung an uns bringen, bevor sie vom Planeten geschafft wird, könnten wir einen ordentlichen Profit daraus schlagen. Tarsonis war einer der drei Planeten, auf denen es anfing, sage ich mal, mit den ganzen Kolonien. Wie wir ja jetzt gelernt haben, ne? 120.000 und drei Forschungen, 110.000 und drei Forschungen. Machen wir erstmal das kleinere. Cobra gibt es, glaube ich, schon länger. Ich will es ja in der richtigen Reihenfolge irgendwie machen. Machen wir jetzt erstmal hier auf Tarsonis. Hätte nie gedacht, dass wir diesen Friedhof je wiedersehen würden. Wie ist die Lage, Matt? Die Liga hat das alte Schienennetz wieder aktiviert. Sie benutzen die Züge, um geborgenes Gut zur zentralen Aufbereitungsstation zu bringen. Laut unseren Informanten hat die Liga etwas ungewöhnlich Wertvolles gefunden. Und heute wollen sie es zur Aufbereitungsstation transportieren. Es ist in einem dieser Züge. Aber unglücklicherweise sind sie alle gegen Scans abgeschirmt. Also wissen wir nicht, in welchem. Wir müssen so viele wie möglich abfangen und auf unser Glück hoffen. Auf unser Glück hoffen? Das klingt aber nicht gerade nach einem Matt Horner-Plan. Falls es einen besseren Vorschlag gibt, Sir, ich bin ganz Ohr. Nee, ist schon in Ordnung, Matt. Du hast mich überzeugt. Also, krallen wir uns ein paar Züge. Der alte Tigers wird ausflippen. Ich nasche gerade ein bisschen Fassbrause. Ich finde das sehr lecker. Könnte ich aber auch nicht dauernd. Das ist gut, ist wie mit allem, ne? Man darf es sich nicht übermachen. Was wisst ihr? Warten! Nur zu! Was nicht passt, wird passend gemacht!
Das Lustige ist, es ist jetzt der nächste Tag. Es ist gerade mal 12 Stunden her, dass ich gezockt habe, das letzte Mal. Es sieht so aus, als gäbe es in den Hügeln ein paar konföderierte Fahrzeuge, die von der Liga noch nicht wiederverwertet wurden. Cobras! Mann, ich habe gar nicht gewusst, dass die über das Prototypenstadium hinausgekommen sind. Ihre Bewaffnung sollte hervorragend dafür geeignet sein, die Züge aufzuhalten. Ich lade Ihre Baupläne in unser Fabriknetzwerk. Dort in der Gegend gibt es vielleicht auch andere Fahrzeuge, die wir beschlagnahmen können. Wir sollten unsere Augen offen halten. Nicht genügend Mineralien. Okay. Also. Ah. Dann bau du erstmal eine Raffinerie. BBF bereit. Und du helf mal. Darfst du nicht? Dann helf du mal da oben. Ich glaube, so viel Vespingas brauchen wir auch gar nicht. Machen wir ihn die Hölle heiß. Erlaubt das Erstellen von 2 Einheiten gleichzeitig. Was ist wichtiger? Schnell sein? Oder hier die dicken Wummer mit? Ich glaube erstmal die dicken Wummer. Schlechte Neuigkeiten? Ja, es geht. Ich würde gerne erstmal. Huch, was ist das denn? Ein Lyote wieder, okay. So, die senkt man natürlich wieder ab. Ich brauche immer erstmal ein bisschen Zeit. So, ein paar Space Marines haben wir schon. Ich mach die Nacht zum Tag. Erweiterung fertiggestellt. Das ist schön, da können wir jetzt auch ausbilden. Sunny ist wichtig. Ich hätte auch gern jemanden, der draufhauen kann. Und ich hätte eigentlich auch gerne welche von denen. Na gut, ich hätte gerne alle, das ist sowieso klar. Aber wobei, ich hätte jetzt, glaube ich, gerne schneller einen Rächer, um da schnell hinzudüsen, um da zu gucken und so. Weil ich habe ja gelernt, Rächer sind da gut für sowas. Feuer und Flamme! Bereit machen, Jungs! Was ist da? Heigen erschreckt! Kannst du mir einen Bunker bauen? Ein Zug nähert sich durch den Tunnel im Nordwesten. So allgemein hätte ich, glaube ich, gerne einen Bunker. In Bereitschaft. Wo ist die Action? Scheiße. Ein Zug, ja. Los, wann ist der Rächer fertig? Zeit auszurücken. Hab ich den noch nicht aktiviert gehabt? Mist. Es dauert zu lange. Ich muss wohin? Bei der Zug da oben. Wir dürfen ja nur 3 irgendwie verpassen, habe ich jetzt mitgekriegt. Gummi! Verbrennt! Darf ich hier schon mal was versuchen? Ist das alles? Ja. Ich würde sagen, folgt dem, aber... Oh Mann, das kann ja was werden. Ich bin etwas unvorbereitet. Ich glaube, den Zug werden wir verlieren. Ah, wir können hier auch rüber, okay. Nee, den ersten werden wir verlieren, da bin ich mir relativ sicher. Sammeln Sie vergifter Knochenproben, das kriegen wir noch hin. Nur nicht jetzt. Der Tod kommt von oben. Ja, ja. So. Ich hätte gerne euch 4 kaum noch erwarten. In einem Bunker, einfach mal so als Sicherheit hier. Was nicht passt, wenn passend gemacht. Fahren Sie fort. Verstanden. Ich fahre kein Ford, ich habe noch gar keinen Führerschein. Wie gesagt, den einen müssen wir aufgeben. Warum geht's, Boss? Bleib du mal hier. Wo ist da bist? Was springt dabei raus? Warum nicht? Natürlich. So, das finde ich schon mal sehr schön. Baby. Weiter.
Ihr könnt hier schon mal so ein bisschen... Na, lassen wir die mal. Sir, einer der Züge ist durchgekommen. Wir dürfen nicht zu viele entkommen lassen, sonst verpassen wir die Fracht, nach der wir suchen. Was liegt an? Ich warte. Ja, wir haben einen verpasst. Damit kriegen wir schon mal nicht mehr das Perfekte hin. Nächster Zug kommt gleich. Aber so konnte ich schon mal so ein bisschen umherschauen. So. Wir akquirieren. So, ihr fangt den bitte auch mal direkt hier ab. Du allerdings versuchst mal weiter zu suchen. Du gesellst dich damals zu. Ich möchte untersuchen. Gegend und so. Nach sowas. Und natürlich auch gucken, ob wir hier irgendwo die Dinge finden. Ach, von da unten jetzt. Ich dachte, so mit der Zucht, der lässt sich ja Zeit. Los, haut ihn weg. Auch die können da durchfahren, natürlich. Fürchte den Tod. Feuer und Flamme. Sofort. So. Hört sich gut an. Auf geht's. So, da ist gefährlich. Legen wir los. Frau Brenz. Die hauen ihn zu gut weg. Ist das alles? Ausgezeichnete Arbeit, Sir. Wir können die Schrottladung des Zugs dazu nutzen, weitere Einheiten zu bauen. Jederzeit! Wie ist der Plan? In Bewegung. Was? Gut, nächster Zug dauert noch eine Minute. Das nutze ich ja erstmal, um einzuladen. Gut, diese Dinger können auch Kobras bauen. Funkverkehr von der Liga auf. Hört sich an, als hätten sie vor, unsere Basis anzugreifen. Wir halten uns ja, warum wohl? Von hier aus. Das wird jetzt noch ein Lager, ne? Einfach Bescheid geben. Ist ja kein Wunder, dass sie uns angreifen wollen, wenn wir die ja auch angreifen. Ich mach die Nacht zum Tag. Basis wird angegriffen. Oh. Naja, das ging ja noch. Warum geht's, Boss? Jederzeit. So, hier sind die Feinde. Oh yeah. Ein Zug verlässt den südlichen Tunnel. Guck mal, Jimmy. Die Liga schickt jetzt Eskorten mit, die die Züge beschützen sollen. Wie raffiniert. Na, das werden die schon sehen, wie es hilft. Nämlich so janisch. So, du baust mir bitte noch einen Tank. Versorgungsdings. Wir brauchen mehr Leute. Da würde ich mal sagen, haben wir direkt den zweiten Zug dann erwischt. Die Kobras sind für diese Mission echt super. So, haben noch ein bisschen Zeit. Oh, da ist eine Vergifterknochenprobe. Natürlich werden jetzt auch die, alles wird verstärkt, denke ich mal. Wie raffiniert.
So, ihr geht mal dahin, da ist schon mal das nächste Secret. Feuer und Flamme. Wir sind jetzt soweit durch, ne? Wir haben alles aufgedeckt, würde ich sagen. Wo brennt's? Konkret. So, ihr bitte einsammeln. Keine Sorge. Ein Skelett haben wir noch. Alles klar. Düsen wir hier wieder zum Eingang zurück, damit ich schnell überall hinkomme. Wo ist die Action? Wo ist denn jetzt mein Rächer? Ach, der ist da mittendrin geblieben. Das ist ja klar. Ich warte. Oh, hier unten war ich auch noch nicht. Gefällt mir sehr gut. Hier ist sogar noch ein weiterer. Direkt dazu. Anscheinend haben wir alle Kobras der Liga gefunden, Sir. Das sollte uns gegen die Züge wirklich helfen. Auf geht's! Danke, dass man das nochmal so ansagt. Das finde ich gut. So, und da oben ist noch ein Skelett. Das möchte ich auch nochmal kurz erkunden. Hört sich gut an. Legen wir los! Oh yeah! Ja, nun, erzähl mir doch nicht hier dauernd das Gleiche. Auf geht's! So. Vollgas! Haben wir das auch erledigt. So, die Bonusziele sind alle fertig. Konkret. Ist das so, ihr könnt also hier aushelfen. Ein Zug kommt aus dem westlichen Tunnel. Gut. Kriegen wir hin. So, und du könntest mir noch einen Tank bauen. Verstanden. Den versenken wir wieder, wie immer. So, wir sind ganz gut zu Passe gerade. Und unsere Flotte ist mittlerweile auch nicht mehr sonderlich klein. Ich würde aber auch mal sagen, ich hätte gerne na, Space Marines gehen immer, ne? So, der ist gleich fertig. Wir können hier gleich eingreifen. Oh, mittlerweile schon ein bisschen. Dann würde ich dich als Hilfe auch noch mit dazu holen. So. So, haben wir das mit erledigt? Jetzt schön den Zug hinterher. Das ist relativ easy. Sehr schön. Vorsicht! Die Liga hat mit dem Bau von Bunkern begonnen, um die Schienen zu schützen. Ja, das wird ja immer schöner. So, dich kommandiere ich mit dazu ab. Du baust mir am besten noch Versorgungsdepots. Bereit machen, Jungs! Und ich werde natürlich mich auch nicht ausruhen. Gib mir mal noch ein WBF. Weil man muss jetzt auch aufpassen. Die werden ja auch stinkiger mit der Zeit, die Liga. 47 Sekunden haben wir noch Zeit bis zum nächsten Zugdings. Ich muss sagen, ich hatte nie was über für solche Spielchen hier. Für so Strategiespielchen. Aber wenn die Story gut ist, bin ich echt zufrieden. So, dich kommandiere ich mal da unten ab. Reparier du mal. Reparier da mal. Oh, Mensch, die Liga, die ist nicht mehr so gut auf uns zu sprechen, ne? Ich dachte, die lassen mich in Ruhe, aber natürlich tun sie das nicht. Gut, Feuerfresser. Nordwesten, kriegen wir hin. Bitte noch ein Cobra 2 von mir aus. Wir haben die Kohle. Und du baust mir schön weiter Versorgungsdepot. Wir müssen echt. Ich habe das Gefühl, dass da noch ein dicker Schwanz folgt, sage ich mal.
Also da müssen wir echt noch... So, dich wollte ich eigentlich abkommandieren. Reparier du erstmal die Leute. Ich mache mir gerade erstmal nochmal ein Fläschchen auf. So. Wen soll ich grillen? Wen soll ich grillen? Ja, sollst du. Gut. Ich warte. Den würde ich halt gerne mitlaufen lassen. Ausgezeichnet. So, abfangen. Lassen wir es krachen. Oh oh, jetzt wird's schon ein bisschen härter. Zwei Fahrzeuge sind von uns schon matsch. Hinterher. Solange es noch geht, den packen wir auch noch, den Zug. Aber da muss ich eindeutig zulegen. Die Liga wird gefährlicher. Phew. Keine Sorge. Gut, bitte hier bleiben. So, der WBF darf jetzt erstmal reparieren. Wir haben neue Leute. Einen würde ich weiter da reinschicken. Gut. Die beiden müssen dazu. Es wurden ja auch zwei platt gemacht. Wir können es uns leisten. Also tun wir das auch. Gut. Wir haben noch gar keine Söldner geholt. Wie wär's mal mit Kriegsschweinen? Bau du nochmal einen Bunker. Das kann hier nie schaden. Bau den mal schnell. So, den versenken wir im Boden. Arbeite mal erstmal daran. Okay. So, also hier oben ist jetzt alles gesichert bis zum geht nicht mehr. Gut, wenn der hier unten ist, dann werden wir da auch natürlich gegen vorgehen. So, die Kriegsschweine, die hätte ich gerne in dem Dicken drin jetzt, also in dem Bunker. Und euch hätte ich gerne hier unten, um gleich abzufangen. Dich mit dabei. Ich hätte gerade gerne so viele wie gehen. So, dann fühle ich mich hier auch relativ sicher. Bau mal noch ein Versorgungsdepot. Ich plane weiter zu expandieren. So. Um die Bunkeranlagen kümmere ich mich gleich. So. Läuft doch, oder? Schön, dass die auch Kram. So. Den mache ich auch noch platt. Natürlich mache ich das. So, hier in Bereitschaft bleiben. Dann seid ihr auch gleichzeitig Sir, Schutz für da unten. Die Jagdtrupps der Liga bestehend aus einer großen Anzahl Marodeure, die die Schienen patrouillieren. Oh, jetzt gibt's auch noch Patrouillen. Ich werde ihren Standort mit einem roten Warnsymbol markieren. Es wäre aber am besten, sie zu umgehen. Einer.
Oder ist das der eine Trupp halt, ne? So einen dürfen wir ja noch. Das ist wirklich ein dicker Trupp, den ich lieber ignorieren würde. Marodeur, das ist ein dicker Trupp. Der würde uns auch ein paar Verluste einheimsen. Ich glaube, den lasse ich echt lieber in Ruhe. So, jetzt erhöhen wir auf Maximum. Ein Zug nähert sich durch den Tunnel im Nordwesten. Okay. Die Liga hat irgendwie die Geschwindigkeit ihrer Züge erhöht. Ihr werdet Kobras brauchen, um sie abzufangen. Na toll. Ist ja super. Mann. Nur weiter. Wir haben jetzt schon ein paar, ne? So, erstmal gucken. Haben wir hier einen neuen Bunker oder so? So, schnellere Züge, damit komme ich klar. Kobras sind auch schnell. Haben wir alles eingesammelt? Gut. Dann bitte hier sammeln. 80, 84, 88, so, 92, das schaffen wir. Machen wir noch einen. Sieben hätten wir noch. Jetzt sind es noch drei. Drei. Einfach Bescheid geben. So, dann haben wir jetzt wirklich für unsere Sicherheit mehr als gesorgt. Also, mehr geht nicht. Dann ist Maximum erreicht. Wir haben auch noch ordentlich Ressourcen. Also, ich bin da relativ zufrieden. Was muss getötet werden? Noch nichts. Hier komm ich! Was springt da weiter aus? Haben wir nicht einen Techniker gerade über? Machen, Jungs. Geht auf. So, ein Space Marine, da passt noch einer rein. Was liegt an? Du bist ein Rächer, warte mal. Ich zieh mir gerade einen vom Vespingas ab. Reparier mal. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Genau, reparier du mal brav. Damit wir halt wirklich mit voller Pulle starten können gleich. Ansonsten sehen die gerade alle noch ganz gut aus, ja. Ja, dann arbeite du mal weiter. So, ein Space Marine kann da rein. Ein Doc kann da auch noch rein, von mir aus. Dann ist das auch voll. Der Bunker. Gut, stationiert euch mal da. Was liegt an? Du kommst mit dazu. Den fangen wir gleich ab, würde ich sagen. Das ist schön, dass sie keine Hilfen mehr haben. Wir haben die Bunker schon zerschossen. Die Marodeure, da müssten wir halt aufpassen. Oh, ich habe mich wohl um einen verzählt. Ja gut. Wir werden es überleben. Ja, Mensch. Ich will ja nichts sagen, aber der erste Zug, den haben wir verpasst, weil mir das alles ein bisschen zu schnell ging. Aber dann geht das gerade ganz gut, ne? Ich wäre sogar fast so mutig zu sagen, wir werden Marodeure mal platt machen. Die nerven mich.
Nervt nicht, Erfolg errungen. Alles klar. Wie geil. Ja. Was liegt so an? Reparier mal. Und wir können jetzt erstmal eine Menge neuer Kobras bauen. Naja, wir sind kaputt gegangen. 3. Schlechte Neuigkeiten? Haben wir die Marodeure einfach mal mitgenommen. Ja, das war es mir irgendwie wert. Finde ich aber wieder lustig, da so einen kleinen Erfolg einzubauen. Zeitverschwendung. Einfach Bescheid geben. Ich habe so viel Liebe zu geben. Nur weiter. So eine halbe Minute noch, dann ist der letzte Zug dabei, hier auszulaufen. Wie sieht's denn mit eurer Gesundheit aus? 2 sind noch, naja. Aha. Hier kommen die kleinen Schweinchen. Oh, die können keine Lufteinheiten angreifen. Die hoffentlich schon. Sicher. Kleine Säue, schicken die einfach Lufteinheiten. Die können ja nur gegen Bodeneinheiten. Sieht aus, als wäre der Liga das Zeug ausgegangen, mit dem sie die Züge getunt haben. Jetzt stellen sie größere Eskorten zusammen. Wir sollten also aufpassen. Kriegen wir hin. Was liegt an? In Bewegung. Das schmeckt nach. Ich hoffe, es reicht. Ausgezeichnet. Scheiße, auch noch Luftunterstützung. Aber gern. Alles auf den Zug. Jetzt auf die Liga. Elektrische Aktivitäten in dem Wrack. Na, dann wollen wir doch mal sehen, wofür wir den ganzen Aufwand betrieben haben. Adjutant 23-46 online. System einsatzbereit. Menno Neu-Gettysburg Verteidigungsinitiative. Zugangscode eingeben. Da brat mir doch einer einen Zerg. Ein alter Adjutant der Konföderation. Welche Daten könnten so wichtig sein, dass sie dich unbedingt wiederhaben wollen? Na dann, weiter geht's. Da 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 da. Sir, der Adjutant, den wir ausgegraben haben, ist im Labor. Er ist jetzt fertig aufgeladen. Red mit mir, du alter Blecheimer. Was weißt du? Benutzer identifiziert. Raymond James, Ex-Marschall, Kolonie Masara. Mitglied der Terroristengruppe Söhne von Korhan. Status kriminell. Genug von mir, Süße. Was schlummert sonst noch in deinem künstlichen Schädel? Benutzerstatus krimineller. Zugriff verweigert. Du spielst also die Unnahbare, was? Wir werden ja sehen. Hm. 21 Minuten später. Ich habe ja nichts gegen diese Musik. Aber, GEMA und so. Meine Damen und Herren, jeden Abend präsentiere ich Ihnen die Nachrichten, so sachlich und fair wie nur irgend möglich. Heute Abend jedoch habe ich einen Kommentar vorbereitet. Man hat mich gefragt, wo genau der Unterschied zwischen unserem Anführer Imperator Mengsk und dem Verräter Jim Raynor läge. Ich wurde darauf hingewiesen, dass Mengsk in seiner Jugend auch gegen die Regierung rebellierte und die Macht durch Gewalt und subversive Taktiken an sich gerissen hat. Warum soll es dann falsch sein, wenn Jim Raynor in gleicher Weise vorgeht?
Nun, es gibt da einen Unterschied. Als Imperator Mengsk seine Revolution einläutete, bestand keine Gefahr für die Existenz der gesamten Menschheit. James Rayner hingegen betreibt seine Rebellion, während wir uns mit zwei Alien-Völkern im Krieg befinden. James Rayner, haben Sie denn kein Gewissen? Sollten jetzt nicht alle an einem Strang ziehen? Stellen Sie Ihre nichtigen Probleme hinten an, während die Menschheit gegen diese Alien-Bedrohung um ihr Überleben kämpft. Alle was? Haben Sie was zu meckern. Naja, der wohl vorn an, ne? Na, weckt das Erinnerungen, mal wieder einen Zug zu überfallen? Oh ja, wir haben den Shade Express damals bestimmt ein Dutzend Mal überfallen. Das wurde nie langweilig. Einmal hätten sie uns fast erwischt, als sie dazugelernt hatten und anfingen, bewaffnete Eskorten mitzuschicken. Die hatten nie einen dabei, der mit dir und deinem Adler mithalten konnte, Jimmy. Aber das hat die ganze Sache noch lustiger gemacht. Wie du jedoch Marshall werden konntest nach all dem, was wir damals abgezogen haben, das werde ich nie begreifen. Tja, wie das Leben manchmal so spielt. Der hat ja keine neue Söldner, weil wir ja auch gar keine neuen kennengelernt haben. Großartig, ne? Weil wir haben ja keine neuen Bodeneinheiten kennengelernt. Aber gibt das echt noch so viele Bodeneinheiten, die dann hier verfügbar sind? Hammerhart. Schauen wir mal ins Arsenal vorbei. Ist das denn offen? Das sieht hier so offen aus, ne? Weil das da draußen so zieht. So doll. Das kann doch nicht offen sein. Oder da ist irgendwie ein Kraftfeld, das durchlässig ist, aber nicht für die Luft hier drin. Keine Ahnung. So, die Kobras haben mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Was können die? Trilithium-Batterie. Okay. Die Trilithium-Batterie verfügt über 40% mehr Energie und passt in dieselbe Halterung wie die überholte Monolithium-Batterie. Dieser Energieanstieg erlaubt den Kobras, weit entfernte Ziele genauer zu treffen. Angepasste Hülle. 50 mehr Trefferpunkte. Bellerophon bietet jetzt Kobra mit der Hülle an, aus einem einzigen Stück geformt. Titan bestehen. Neuerem Modell kann mehr Schaden absorbieren als die ursprüngliche Kobra, weil die Hülle keinerlei Gelenke oder Nahtstellen aufweist, die nachgeben könnten. Mehr aushalten oder von weiter weg ballern? Und von weiter weg ballern ist natürlich gut, weil es bei vielen aus der Reichweite ist. Aber viele Nahkampf-Bodentruppen-Krempel, die haben sowieso eine weitere Reichweite als die Fahrzeuge. Von daher wäre die angepasste Hülle hier sinnvoller, dass es mehr aushält. Eindeutig. Was sagt das Labor? Müssen wir jetzt nicht neue Forschung auch haben? Wir haben noch gerade Zerg-Krempel da bekommen. Ah, und jetzt fehlt uns auch genau einer, okay. Ich hätte auch mal gerne wieder ein bisschen Protoss-Kram, weil da haben wir noch gar nichts hingekriegt, großartig, ne? Jim, lass mich dir helfen. Was ist wirklich auf Tarsonis passiert? Was immer es war, ich kann sehen, wie es dich innerlich auffrisst. Tarsonis. Dort hat alles angefangen. Max hat einen Zielmeter von der Konföderation gestohlen und dort eingesetzt. Er hat gewusst, dass er die Zerg anlocken würde und... Unsere Revolution hat genau an diesem Tag begonnen. Dem Tag, an dem Mexikan den ganzen Planeten ausgerottet und es dann Gerechtigkeit genannt hat. Mein Gott, Milliarden unschuldiger Menschen. Das ist einfach nur bestialisch. Kein Wunder, dass du ihn so sehr hast. Ja, das stimmt wohl. So, der Adjutant hat da noch nicht wirklich was zu sagen. Kriegen wir noch hin. Weil das hier auch alles vorbereitet ist, ne? Biotanks, hier eine Andockstelle für den Adjutanten, hier so eine Halterung, wo man Artefakte aufbewahren kann. Dass das überhaupt alles möglich ist hier. Unglaublich. So, Brücke.
Warte mal, oder ist er da? Ah, da ist er jetzt. Ich hab mich schon gewundert, wo er sich jetzt rumtreibt. So, was ist denn der nächste Plan? Ich habe einen Verschlüsselungsexperten gesucht, um auf den geborgenen Adjutanten zugreifen zu können. Kein Glück bis jetzt. Colonel Orlan in Deadman's Port kann alles knacken. War schon lange nicht mehr dort. Sag mal, beim letzten Besuch hattest du doch am Ende plötzlich einen Ehering am Finger. Ich hab's Ihnen schon mal gesagt. Ich hätte nie bei dem Kartenspiel mitgemacht, wenn ich gewusst hätte, was der Preis ist. Ach, wenn Lebende wieder zusammenkommen, raubt es mir immer den Atem. Na. Was? Deadman's Port, Haven und Xi. Was? Also hier sollen wir dieses Gas fördern. Wie sieht's mit Deadman's Port aus? Ist die größte Siedlung auf dem Planeten Deadman's Rock. Mit ihrem berüchtigten Ruf als gesetzloser Ort ist sie schon lange eine Zuflucht für Schmuggler, Piraten und Söldnergruppierungen. Die abseitige Lage ermöglicht dem Ort, seine Unabhängigkeit zu wahren, obwohl das dortige Publikum jede der größten terranischen Fraktionen gegen sich aufgebracht hat. Ja. Wir müssen noch immer Zugriff auf den Adjutanten erhalten, den wir auf Tarsonis gefunden haben. Unser alter Söldnerkollege Orlan ist ein Experte im Entschlüsseln von konföderierten Codes. Wenn unsere Informationen stimmen, sollte er sich noch immer in der Spelunke in Deadman's Port aufhalten. Er ist nicht sehr vertrauenswürdig, aber er ist unsere beste Chance, diese Kodierung zu entschlüsseln. Adler, schnelle Angriffseinheit kann Spinnenminen einsetzen. Schnelle Gefechtseinheit. Kommen wir dazu. Und da auch Protoss-Forschung. 120 Credits. Ja, ja, das weiß ich ja schon. Haven, ungeachtet seiner idyllischen Lebensbedingungen, hat Havens unmittelbare Nachbarschaft zu Protoss-Territorium dazu geführt, dass sich terranische Kolonisierungsbemühungen in Grenzen hielten. Bis heute. Ja, wir wissen ja, dass die... Das sieht auch ein bisschen aus wie die Erde. Wir wissen ja, dass die Protoss nicht wirklich böse sind. Ne? Meine Leute haben eine Kolonie auf dem Planeten Haven errichtet. Eine ganze Weile lang ging alles gut. Aber jetzt ist jeder Funkverkehr abgebrochen. Sie antworten auf keiner Frequenz mehr. Wir müssen dahin und sehen, was passiert ist. Vielleicht waren sie dem Zerg-Virus ausgesetzt. Außerdem befinden sie sich am Rande des Protoss-Raums. Jim, ich mache mir Sorgen, dass etwas Schlimmes passiert ist. Forschungsmöglichkeiten wissen wir nicht. Woher kommen denn die 125.000 Credits? Sie gibt uns die doch nicht einfach aus eigener Tasche. Oder wie sehe ich das? Robuste Unterstützungseinheit. Das gehört auch in Bodenfahrzeuge transformieren. Vikings. Luft- und Unterstützungslufteinheit, bestückt mit starken Luftabwehrraketen gegen Großkampfschiffe, kann in den Sturmmodus wechseln, um Bodeneinheiten anzugreifen. Aha. Xil. Alles Leben auf Xil wurde vor langer Zeit ausgelöscht. Ausgegrabene Ruinen legen nahe, dass die einheimische Alien-Kultur quasi über Nacht vernichtet wurde. Die von Möbius wollen, dass wir noch ein Artefakt von einem toten Planeten namens Xil holen. Anscheinend haben die ihr Spezialistenteam dahin geschickt, aber vor 2 Tagen den Kontakt verloren. Pech gehabt, würde ich sagen. Dafür holen wir noch einen Gefahrenzuschlag für die Mission raus. Oh weia. Bergen Sie das Xel'Naga-Artefakt. Ob sowas gut geht, weiß man ja nie, aber was haben wir denn da? Belagerungspanzer. Schwerer Panzer wird im Belagerungsmodus zu einem Artilleriegeschütz. Kann Bodeneinheiten angreifen. Belshir ist aber schon länger da. Dann würde ich mal sagen, holen wir uns dieses Terrazin-Gas erstmal. Die Folge ist auch schon wieder lang genug, dank der ganzen Vorgeschichte, die ich mit habe. Von daher würde ich sagen, ihr habt euch ja schon so ein bisschen an diese überlangen Folgen gewöhnt. Ich finde es nicht schlimm, weil es hat ja auch ein bisschen Story und ist spannend. Ich finde es spannend. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir schauen mal, ob wir uns morgen diesen Goliath holen. Schwere Feuerunterstützung. Ist ja schon ein, zwei Folgen bekannt, dass wir diese Mission haben. Und dann würde ich mal sagen, machen wir einmal alles von links nach rechts durch. Also, bis morgen, wenn ihr denn wollt. Bestimmt. Dann sag ich mal, was StarCraft 2 angeht, echt vielen Dank fürs Durchhalten, weil das ja echt nicht gerade kurze Folgen sind. Tüdelö.